Korsika. Nicht nur ein Naturspektakel, sondern auch voller sehenswerter historischer Bauwerke mit interessanten Geschichten. Wir haben ein paar für euch näher erkundet und stellen sie euch in unserer Reihe Extended Version näher vor. Auf der Strecke von Saint-Florent ins Ascotal begegnet uns auf der D5 kurz vor Murato ein historisches Highlight. Die kleine Kirche St. Michael. Wir beschließen, dieses Kleinod ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen und steuern den Parkplatz an. Schon die Beschilderung macht deutlich, hier geht es um eine Sehenswürdigkeit. St. Michael von Murato ist eine typische Kirche im romanisch-pisanischen Stil des 12. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit regierte die Republik Pisa auf Korsika und exportierte ihr Know-how, ihren Stil und ihre Farben, um ihre Macht zu demonstrieren. Hier in der Umgebung von Murato gab es Kalkstein und grünlichen Kuritschiefer, sodass der Stil der pisanischen Kirchen mit weißen und grünen Bändern nachgeahmt werden konnte. Die Kirche hat ein Langschiff mit Schieferdach sowie ein Eingangsportal mit Glockenturm und ist dem Erzengel Michael geweiht. Mit ihren zahlreichen Schmuckbändern und Skulpturen ist sie auf Korsika eine echte Besonderheit. Von diesem Schmuck haben wir ein paar Eindrücke für euch eingefangen. Dieser einfach gekleidete Mann zum Beispiel mit den auf die Hüften gestützten Händen ermutigt den Gläubigen, vom sogenannten alten Adam Abstand zu nehmen und entschlossen im Glauben zu verbleiben. Das Ferkel links symbolisiert die Begleichung von Schuld durch ein Opfer. Rechts sitzt der Richter mit Herrscherstab und Schriftrolle auf seinem Richterstuhl. Mit den beiden Pfauen sind griechisch-römische Mythen in die Symbolik aufgenommen worden. Die 100 Augen seines Federkleides bewachen die Tür der Kirche. Der Pfau als Prediger mit starker Stimme nötigt den Menschen, die göttliche Nachricht anzuhören. Der Mensch zwischen dem männlichen und dem weiblichen Pfau hält die beiden Vögel an ihren Krallen fest. Dies symbolisiert die interaktive Dualität des menschlichen Lebens zwischen Mann und Frau, Körper und Geist und so weiter. Weiterhin sind Schmuckbänder mit Flügeln und Krallen von Adlern, Fische, Vögel und Esel, Schlangen und Weinranken zu sehen. Insgesamt geht es in der Symbolik der Fassaden um die Themen Schuld, Erlösung und Ewigkeit. Die zweifarbigen Wände verleihen auch dem Innenraum einen besonderen Charakter. Im Zuge einer Sanierung im 19. Jahrhundert wurden alte Fresken aus dem 15. Jahrhundert freigelegt. Es sind die 12 Apostel dargestellt, sowie die Verkündigung des Engels an Maria, dass sie ein Kind zur Welt bringen wird. Unter der Kapelle befindet sich noch ein Gewölbe, in dem bis ins 17. Jahrhundert hinein Tote bestattet worden sind. Der Friedhof rund um das Gebäude wurde ebenfalls stillgelegt. Wir finden, dass die Pisaner auch mit dem Standort hier oben auf der Bergkuppe und dem grandiosen Blick auf den Golf von Saint-Florent eine gute Wahl getroffen haben. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns nun von euch und wünschen allzeit gute Fahrt. Seid behütet und bleibt unfallfrei.